Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Alex und herzlich willkommen bei Beats and Beats. Heute ist wieder Release Friday und ich möchte auf einen Song reacten und zwar den von Mozik x Loredana, Immer wenn es regnet. Der Beat hat mir hierbei extrem gefallen und ich werde versuchen, bis zum Sonntag einen Beat in derselben Art und Weise mit der Erläuterung, wie was wo gemacht wurde, auf meinen Channel hochzuladen. Deswegen abonniert auf jeden Fall schon mal meinen Kanal und los geht's mit der Reaction. Okay, meine Freunde, was haben wir hier? Genau, Immer wenn es regnet, produced by Bee Gees. Fatih hat das Ganze produziert. Auf jeden Fall ein krasser Typ, was Videoproduktion angeht. Okay, legen wir mal los. No, Rich Pal. Immer wenn es regnet, denk ich an die Zeit. Bin vergessen, doch es geht nicht. Du bist immer noch ein Teil. Ich feiere das schon mal wirklich extrem krass. Immer wenn es regnet, diese hohe Stimme und dieses tiefe Piano, was da gespielt wird. Allerdings sehe ich irgendwie bei dem Mix und Master leichte Probleme in den Höhen. Dieses Pfeifen, da müsst, ja, ich würde das auf jeden Fall wegcutten, weil das tut ein bisschen leicht in den Ohren weh. Schon wieder stehen die Koffer vor der Tür. Schrei, verpiss dich doch, ich schaffe, du bleibst hier. Geil. Hey, all I need in this life of sin is me and my girlfriend, me and my girlfriend. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Song. Vielleicht ist es auch Me and My Girlfriend, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein extrem bekannter Song. Das haben die sich zu Nutzen gemacht. Und feiere ich schon, finde ich irgendwie geil. Wiedererkennungswert, it's da. Drunk in love, wenn ich bei dir bin, weil wir beide gestört sind. Me and my girlfriend, siehst du nicht das? Ich bereu, will zurück, doch bin zu stolz. Du warst da auch, wenn nix läuft, mehr als Wifi, beste Freund. Guess what, komm so, kev roet, komm bro, komm boss um seine Amole, tisch um kebo. Hier auf jeden Fall über den gesamten Song danach gibt es diese Schwierigkeiten von Mix und Master nicht. Das scheint wahrscheinlich wirklich bei dieser hohen Part zu sein, dass es da extrem in den Ohren dröhnt. Aber ansonsten bis jetzt songtechnisch ist es auf jeden Fall sehr krass. Ich weiß nicht wieso, aber Loredana, sie hat so ein... Ich kann das natürlich jetzt nicht nachmachen, aber dieses, ja, und ihr müsst auf jeden Fall mal am Anfang hören, wie sie einsteigt. Hier zum Beispiel. Das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Sie hat auf jeden Fall ihren Stil gefunden, wie sie einzigartig bleibt. Ja, also an alle Sänger und an alle Rapper da draußen, ihr müsst auf jeden Fall irgendeinen Wiedererkennungswert haben in der Stimme. Wenn ihr beginnt, irgendwas zu rappen oder zu singen, muss man direkt sagen, okay, das ist Loredana oder das ist Musik, ja, oder und, und. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Diese Einzigartigkeit wird euer Erfolg sein in eurer Karriere, deswegen... Das ist auf jeden Fall hier auch gegeben. Nochmal reinhören. An die Zeit. Wir vergessen doch, es geht nicht. Dies, du bist immer noch ein Teil. Und schon wieder stehen die Koffer vor der Tür. Und auch dieses Pfeifen in der Stimme gerade, ich feiere das wirklich gesagt nicht. Selbst wenn es gewünscht wurde von Mix und Mastering, ich kann das nicht feiern, weil das ist einfach mehr ein Dröhnen als irgendwie ein Effekt, was der Stimme gut tun würde. Schrei, verpiss dich doch, ich schaffe, du bleibst hier. Dieses in dieser Frequenz ist da so viel Anteile drin, ich meine... Also jetzt auf meinen Kopfhörern alleine. Ich weiß nicht, auf den Boxen würde, könnte sich das gut anhören. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt mir nicht angehört, aber auf den Kopfhörern bei mir ist wirklich ziemliche Schweinerei drauf. Ja. Tropfen an der Scheibe, Tränen, die ich weine, alles geht bergab, du fehlst an unserer Seite. Fragen über Fragen, wie erkläre ich es der Kleinen? Wir waren beide schuld, ist nicht fair, dass ich sie bleibe. Vielleicht habe ich es nicht anders verdient.
sag mir nicht, dass du mich liebst. Das ist, glaube ich, auf dem Hall drauf. Und dieser Hall, das ist eine ganz, ganz fiese Nummer. Ich setze auf meinen Hals immer ein IQ drauf und korrigiere das Ganze extrem, weil genau dieses Pfeifen dann sonst vorkommt. Und wenn man das am Ende dann auf dem Buskompressor das Ganze komprimiert, hört sich das extrem scheiße an. Deswegen, ich werde das versuchen, auch am Sonntag zu erläutern, was ich hier meine. Ich werde versuchen, auch eine Hook aufzunehmen, ich mit meiner Stimme, und dann werde ich versuchen, halt diesen Effekt nachzumachen, dieses Pfeifen. Wie gesagt, es ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis und ganz schwierig, was Mix- und Mastering technisch anbetrifft. Für mich war das alles nur ein Lied. Wir haben uns geschworen, wir bleiben real. Drunk in love, wenn ich bei dir bin, wir waren wie Jay und Beyoncé, Jay und Beyoncé. Auch hier wiederholt sie wieder diesen bekannten Titel. All I need in this life of sin is me and my boyfriend, me and my boyfriend. Beiden berühmten immer Tropfen. Sehr nice. Ja. Ja, meine Freunde, was sollte ich euch noch sagen? Der Song ist extrem krass, der Beat ist wirklich mega, einfach Endlevel. Am Mix und Master hätte ich persönlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch, aber da ist halt wirklich ein durchgehendes Dröhnen drauf auf dem Stimmen. Feiere ich nicht so. Kommt wahrscheinlich von einem Hall. Aber nichtsdestotrotz, der Song allgemein ist wirklich einfach nur krank. Ich werde auf jeden Fall am Sonntag versuchen, den Beat in der Art und Weise zu erstellen. Da gehe ich auch nochmal auf den Fehlerpunkt ein mit dieser dröhnenden Stimme und versuche, diese auch nachzumachen und dann das Ganze wieder zurückzunehmen, damit man versteht halt, was da tatsächlich falsch ist oder nicht. Deswegen, falls euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, liked das Ganze hier und wir sehen uns dann im nächsten Video.